Hola, hola, soy Tomás und heute reden wir über die Vergangenheit auf Spanisch. Hatten wir nicht schon ein Video darüber gemacht? Dios mío, wie viele Webseiten gibt es auf Spanisch? Ja, aber in dem anderen Video haben wir das Pretérito Indefinido und das Pretérito Perfecto auf Spanisch im Vergleich erklärt. Und in diesem Video erklären wir das Pretérito Imperfecto und das Pretérito Indefinido im Vergleich. Zuerst konjugieren wir das Verb estar in Imperfecto. In dieser Verbzeit ist estar regelmäßig und alle Verben mit ar am Ende werden so konjugiert. Yo estaba, tú estabas, él, ella, usted estaba. Nosotros estábamos, vosotros estabais, ellos, ellas, ustedes estaban. Und wann brauchst du das Imperfecto auf Spanisch? Eine Handlung in der Vergangenheit, die regelmäßig passiert? Stimmt, und auch wenn du etwas schon eine Weile gemacht hast. Por ejemplo, antes yo estaba cada sábado en el gimnasio. Das ist etwas, das ich regelmäßig oder oft gemacht habe. Wir brauchen das Imperfecto auch, wenn wir etwas in der Vergangenheit beschreiben. Auch wenn du Personen beschreibst? Personen, Situationen, Orte, das Wetter. Einfach, wenn wir etwas in der Vergangenheit beschreiben. Por ejemplo, antes Santo Domingo era una ciudad más pequeña. Era? Das ist das Verb ser im Pretérito Imperfecto. Es ist unregelmäßig und es wird so konjugiert. Yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas, ustedes eran. Okay, und wann noch brauchen wir Imperfecto? Für eine laufende Handlung in der Vergangenheit, die durch eine neue Handlung unterbrochen wird. Por ejemplo, yo cocinaba en casa cuando tú llamaste por teléfono. Gut, aber tú llamaste, das ist nicht Imperfecto, das ist Indefinido. Exacto. Und in solchen Situationen müssen wir immer Imperfecto und Indefinido kombinieren. Die laufende Handlung ist immer in Imperfecto, in diesem Fall cocinar, kochen. Yo cocinaba. Und die Handlung, die unterbricht, ist immer in Pretérito Indefinido, in diesem Fall llamar, tú llamaste. Noch ein Beispiel, por favor. Yo estudiaba en la biblioteca cuando entró mi hermano. Comprábamos algo en el supermercado cuando vimos a mi mamá. Ellos hablaban sobre el clima cuando yo los interrumpí. Und welche Signalwörter gibt es für Imperfecto und Indefinido? Ich habe schon die Signalwörter fürs Indefinido und Pretérito Perfecto in einem anderen Video erklärt. Also jetzt erkläre ich nur die Signalwörter fürs Imperfecto. Antes, cuando era joven, siempre, mientras, cada día, cada lunes, cada martes, cada semana, todos los días, todas las semanas, todos los meses und so weiter. Muy bien, en resumen, zusammenfassen. Pretérito imperfecto brauchst du, wenn eine Handlung in der Vergangenheit regelmäßig oder schon eine Weile passiert ist. Wenn du etwas oder jemanden in der Vergangenheit beschreibst. Und im Vergleich brauchst du Pretérito Indefinido, wenn eine neue Handlung in der Vergangenheit eine laufende Handlung unterbricht. Zum Beispiel, él hablaba sobre el imperfecto y el indefinido cuando el video se terminó. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y... ¡Adiós!